Haben wir an den Aktienmärkten die Trendwende gesehen? Guckt man sich die Indizes an, würde man sagen, dafür gibt es keinen Beleg. Guckt man sich allerdings einige Aktien an, vor allem die Highflyer, die großen Tech-Aktien wie eine Apple, dann kann man sagen, oh, da spricht manches dafür, dass wir diese Trendwende gesehen haben. Die Charts sind kaputt. Heißt das, dass wir jetzt wie ein Stein weiterfallen? Nein, das heißt es nicht. Es ist sogar möglich bis wahrscheinlich, dass wir eine technische Erholung sehen, weil wir ziemlich überverkauft sind. Aber übergeordnet ist etwas kaputt gegangen und wir wollen uns das Ganze mal anschauen. Der Chart ist kaputt und wir gucken auf das Geschehen, wie es sich jetzt zu Beginn der neuen Woche darstellt. Wir sehen hier den Nasdaq 100, zweite Woche in Folge gefallen. Das gab es noch nie in diesem Jahr, also ein Novum. Der Highflyer Index fällt zweimal in Folge. Das macht man nicht, das gehört sich nicht. In 2022 hatten wir öfter solche Serien mit roten Balken. Hier sehen wir mal den Nasdaq 100 und da zeigt es sich vielleicht besonders. Wir sind unten praktisch jetzt unter die 50er Marke gefallen im RSI und wir sind MACD, sorry, und wir sind auf der anderen Seite jetzt, wenn Sie mal diese blaue Linie in diesem Chart oben sich anschauen, dann sind wir das erste Mal unter die 55-Tages-Linie gefallen in diesem Jahr. Also das hat es noch nicht gegeben, da sehen wir, da ist etwas passiert. Wir haben jetzt die 12er und 22er Durchschnitte haben sich gekreuzt, haben damit ein Verkaufssignal generiert und jetzt kämpfen wir an einem wichtigen, in einer wichtigen Zone, dazu gleich mehr. Wenn es jetzt nicht bald einen Rebound gibt, dann könnte es ziemlich bitter werden. Wenn es ihn gibt, dann wird es etwas weniger bitter, aber bitter ist das, was wir hier bei Apple sehen zum Beispiel. Hier sehen Sie die Apple-Aktie auf 60 Minuten im linken Chart und unten links sehen Sie mal, dass der RSI bei Apple bei 6 gewesen ist, also extrem überverkauft war. Das ist eine der überverkauftesten Situationen, in denen sich Apple seit Jahren befunden hat. Und jetzt sehen wir, dass diese Überverkauftheit sich abgebaut hat. Jetzt sind wir wieder so im Bereich 35, immer noch überverkauft. Aber wir sehen, was die Aktie draus gemacht hat. Das heißt, wir haben die Überverkauftheit abgebaut weitgehend, aber die Aktie ist dennoch kaum gestiegen mit dem Abbau dieser Überverkauftheit. Auch hier sehen wir rechts im Apple-Chart 12er, 22er und vor allem auch der 55er glatt durchschritten. Booms, die Aktie nach wie vor übergeordnet oder jetzt im mittleren Zeitfenster überverkauft, übergeordnet immer noch überkauft nach diesen massiven Anstiegen. Also wir müssen die Zeitebenen unterscheiden. Wir sind angeschlagen, was die Charts betrifft, können aber durchaus kurzfristig als technische Erholung wieder nach oben gehen oder zumindest ein bisschen der Verluste wettmachen. Aber warum es bei Apple nicht mehr so läuft, warum sozusagen die Dinge jetzt wieder sich der Realität zuwenden müssen, nachdem man eine Zeit lang gesponnen hat, der Kurs von Apple ja immer weiter gestiegen, obwohl die Fundamentaldaten das nicht hergegeben haben. Und hier sehen wir mal, wie wenig diese Fundamentaldaten das hergeben. Hier sehen wir mal die Net Sales in den verschiedenen Regionen. Es geht alles nach unten. Es gibt keine einzige Region, wo Apple nicht im Prinzip auf dem absteigenden Ast ist. Und dann soll die Aktie maßgeblich immer weiter steigen Richtung 200 Dollar. So richtig verstanden habe ich das nie, aber muss man ja auch nicht. Hier sehen wir dann Nvidia, über 8% in dieser Woche verloren. Das ist der größte Verlust seit September 2022. Der Chart erinnert ja von Nvidia so ein bisschen an die Kryptoblase, die wir gesehen haben mit Corona, als die Notenbanken die Zinsen auf Null gesenkt hatten, Liquidität ins System geschüttet hatten. Da sind die Kryptos vor allem gestiegen. Hier rechts sehen wir mal den Chart von Nvidia. 8,37% nach unten und am 22. oder 23. bringt Nvidia ja die Zahlen, aber hier bringt, glaube ich, Alexander Vogt das auf den Punkt, was entscheidend ist. Wir sind jetzt bei den Tech Valuations, also bei den Bewertungen, auf einem Stand wie 2021. Aber was gab es 2021? Da waren die Zinsen bei Null. Wir hatten Quantitative Easing, also Liquidität wurde ins Finanzsystem geschüttet. Jetzt haben wir Zinsen von über 5% und Liquidität wird reduziert. Und das zeigte, dass da hier irgendwie Widersprüche zwischen Liquidität und Bewertungen sind. Ich sehe ein, dass Bewertungen steigen, wenn eben wahnsinnig viel Liquidität ist. Wenn die Flut kommt, dann hebt es die Boote nach oben. Aber wenn die Flut nachlässt,
dann könnten die Boote eben auch wieder ein bisschen nach unten sacken. Und so sagt hier Bill Gross, ich bin bärisch für Aktien und Bonds. Bonds, sagt er, also die Renditen, die könnten noch weiter steigen. Die Renditen sind sehr, sehr zentral für die Märkte derzeit. Wir haben ja gesehen, dass wir bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe so um und bei 4,17% geschlossen haben. Warum ist das wichtig? Unten sehen Sie mal die 10-jährige Realrendite. Also das ist das, was ich für eine 10-jährige US-Staatsanleihe an Zinsen bekomme, minus Inflation. Dadurch, dass die Inflation runtergekommen ist, aber die Renditen oben bleiben, werden diese Dinge immer attraktiver. Das heißt, ich habe eine immer attraktivere Alternative für Aktien und genau das ist das, was die Aktienmärkte lange nicht eingepreist haben. Hier sehen wir mal die Earnings Yields in Relation zu Bond Rates immer weiter nach unten und eben hier die Real Rates verglichen mit dem Forward Price Earnings Ratio. Dann sind die Aktienmärkte zu hoch. Wie gesagt, wir können uns durchaus erholen. Das ist gar keine Frage im kurzen Zeitfenster, aber übergeordnet ist da ein Bewertungsproblem, das sich jetzt so langsam nach dieser Bärenmarkt-Rallye im ersten Halbjahr so in den Charts zeigt. Und hier sehen wir mal in Sachen, naja, wie sind denn die Bewertungen in Russell 2000? Das sind diese Nebenwerte, das sind Aktien oder Unternehmen genauer gesagt, die in den USA ihren Hauptfokus haben, wenig internationales Geschäft haben. Hier sehen wir, dass über 40% dieser Unternehmen haben Negative Earnings, das heißt, die verlieren Geld. Das ist eine Quote, die wir mit Ausnahme mal von Corona, klar, da waren viele Businesses geschlossen, dass du da keine Gewinne machst, ist auch klar. Aber da sind wir auf einem Niveau, das ist ein Ticken höher als auf praktisch dem Hochpunkt, den Nachwehen der Finanzkrise. Das heißt, da sind viele Unternehmen ungesund, da sind viele Zombie-Firmen dabei, die eigentlich nur überleben konnten, weil die Zinsen bei Null waren, weil Geld nichts gekostet hat. Die sitzen vielleicht noch auf alten Krediten, die mit ganz wenig verzinst sind, aber die müssen jetzt perspektivisch umstrukturieren ihre Kredite. Und das könnte dann auch der Knockout für viele Unternehmen werden. However, Goldman Sachs spricht davon von einem Material Shift in Market Dynamics. Hier sagt man, okay, hier sind die Shorts gegrillt worden, die sind raus nach, mit diesem massiven Anstieg, Puts und Protection were replaced with Calls. Also man hat Wetten auf steigende Kurse angesichts permanent steigender Kurse. Hat man praktisch alle Absicherungen fallen gelassen, ist long gegangen. Hier sehen wir mal, das auf der rechten Seite, diese Grafik, sehen wir das Verhältnis zwischen Long-Positionen im Equity-Future-Markt, also bei Aktien, und Long-Positionen im Anleihemarkt. Und da sehen wir das, oder praktisch Wetten auf steigende Renditen, hier sehen wir das, das sind dann Short-Positionen am Anleihemarkt. However, wir sehen, dass also die Quote von denjenigen, die das Ganze hier long spielen, derzeit extrem hoch ist. Wir sind runtergekommen im Nasdaq, ich sage das, 2 Wochen in Folge, aber wir sehen nach wie vor latent positive Divergenzen, die schlichtweg dafür sprechen, dass wir jetzt demnächst, heute, morgen, keine Ahnung, mal eine Erholung sehen, mal eine technische Gegenbewegung sehen. Das gilt eben auch für den S&P 500. Hier sehen wir mal oben, wie überverkauft. Wir sind im kurzen Zeitfenster, übergeordnet sind wir überkauft. Wenn man jetzt das größere Bild sieht, die größere Zeiteinheit sieht, muss man immer unterscheiden. Hier sehen wir diese Trendlinie in einem Chart von Ron Walker, die sollte halten. Wir sind so um und bei 4440, da ist so das Auffangbecken, da müssen wir drehen beim S&P 500, sonst gehen wir weiter in Richtung dieser anderen Aufwärtstrendlinie. Und das Problem ist eben, dass ich denke, dass Erholungen nicht allzu weit reichen ist, weil viele noch zu long stehen, vor allem CTAs, die sind, also diese Commodity Trading Advisor, die sind dick drin. Geht es weiter nach unten, kommen die noch weiter unter Druck, werden noch mehr verkaufen. Gehen wir nach oben, kann, oder versuchen wir uns zu erholen, dann kann ich mir vorstellen, dass die dann eben sagen, okay, das ist mir jetzt zu risky, ich nehme ein paar Positionen raus, mit denen ich vielleicht ja auch noch im Gewinn bin. Vor allem in einer Situation, wo wir jetzt saisonal gesehen vor einer sehr volatilen Phase stehen. Das ist eigentlich die volatilste Phase des ganzen Jahres, hängt wahrscheinlich auch mit Liquidität zusammen. Und hier rechts sehen wir mal den VIX auf wöchentlicher Basis.
Der ist zunächst mal ausgebrochen aus diesem Abwärtstrend, bullische Wedge. Kann sein, dass wir da unten nochmal aufsetzen, also der VIX wieder ein bisschen fällt, die Aktienmärkte ein bisschen nach oben gehen. Aber ich denke, übergeordnet ist das hier relevant, nämlich der S&P 500 auf wöchentlicher Basis. Das sehen wir, wir sind in diesem Widerstands, in dieser Widerstandszone sind wir gescheitert. Wenn Sie da mal nach links gucken, das sind alte Hochs, die wir hier hatten in 2022 bis 2022. Oben sehen wir im RSI negative Divergenz, die jetzt nach unten zu drehen beginnt. Wir sind in diesem ganz kurzfristig seit Februar, seit März bestehenden Aufwärtstrend, sind wir genau dran. Wie gesagt, geht es darunter, dann kann es schon gleich eine ganze Etage tiefer gehen. Und in dieser Woche, wenn wir mal einen Ausblick wagen, was wird da passieren? Da passiert erstmal vor allem morgen die Einzelhandelsumsätze, das wird wichtig. Am Mittwoch haben wir die Minutes, also das Protokoll der Fed. Und wir haben vor allem Walmart, Target und Home Depot als Zahlen. Das ist also die Woche der Konsumenten, wenn man so will, wo wir ein bisschen mehr erfahren, wie steht es um den amerikanischen Konsumenten. 61% dieser Amerikaner sagen, ich lebe von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. 73% der befragten Amerikaner sagen, naja, Finanzen sind mein Stressthema Nummer 1 im Leben nach einer Umfrage von Capital One. Und das ist genau der Grund, warum die Amerikaner gestresst sind, weil sie die Inflation ausgleichen durch höhere Schulden über ihre Kreditkarte. Deswegen sehen wir, dass Credit Card Debt jetzt das erste Mal über die 1 Billion Marke gestiegen ist. Das heißt, man hat seine gestiegenen Kosten auf Pump finanziert und das zu horrenden Zinsen, die da der Fall sind. Kommen wir noch zu anderen etwas merkwürdigen Geschichten. Hier diese Auseinandersetzung, dieser Schaukampf zwischen Zuckerberg und Musk droht jetzt zu scheitern, nachdem Mark Zuckerberg sagt, naja, der gute Elono, der hat ja ständig Ausreden. Erstens hat er irgendwie an der Schulter was, dann will er vorher ein bisschen üben, also lass uns einfach jetzt hier das Ding mal abhaken, sagte Mark Zuckerberg. Das hat natürlich den Elono gleich ein bisschen geärgert. Er hat gesagt, freue mich schon morgen an deine Tür zu klopfen, so ungefähr. Hat er getwittert, geixt sozusagen. Hier sehen wir übrigens auch mal den Tesla-Chart auf der linken Seite. Sieht ähnlich aus. Ein 12er, 22er, 55er Durchschnitt durchschlagen. Heute die Meldung, respektive am Wochenende, dass Tesla für einige chinesische Autos, die man in China verkauft, weiter die Preise senken wird. Dadurch Aktien von BYD unter Druck, von Li Auto, von XPeng, also von der Autosektor unter Druck in China, und da ist noch viel mehr unter Druck, nämlich zum Beispiel der Yuan, der jetzt praktisch sowohl offshore als auch onshore, also praktisch der kontrollierte onshore oder der weniger kontrollierte Offshore-Markt sich weiter abschwächt. Der Yuan ist also im freien Fall, kann man sagen. Die chinesischen Aktien haben jetzt all das verloren, was sie in der Hoffnung auf Stimulus nach der Politbürositzung im Juli aufgebaut hatten. Der Shanghai Composite ist jetzt auf dem tiefsten Stand seit 7 Monaten, also es hakt, und vor allem der Immobiliensektor. Country Garden hat ja am Wochenende bekannt gegeben, dass man bestimmte Anleihen vom Handel aussetzen wird. Dieses große Immobilienunternehmen Zhongguang International Trust, so ein Konglomerat von ein Konglomerat an Firmen, das sich zusammengeschlossen hat, er hat jetzt Payments, also Zinszahlungen nicht geleistet pünktlich. Also da ist Stress im Karton. Bisher ist die chinesische Regierung kaum aufgefallen mit Stimulus-Ankündigungen. Man kündigt etwas an, ja, aber es ist ein bisschen butterweich, man weiß nicht genau was. Bisher passiert ja jedenfalls relativ wenig. Und in Russland, die Debatte von den Chinesen, da sehen wir, dass der Rubel jetzt unter die Marke von 100 zum Dollar gefallen ist. Und das, obwohl die Notenbank aufgehört hat, Fremdwährungen zu kaufen, um den Rubel nicht weiter abstürzen zu lassen. Der russische Rubel ist jetzt neben der türkischen Lira und dem argentinischen Peso schlechtester Performer aller weltweiten Währungen in Relation zum Dollar. Hat sich jetzt seit dem Peak im Juni, oder hat sich jetzt halbiert, sagen wir mal, der Rubel
Seit dem Juni letzten Jahres, als ja Kapitalverkehrskontrollen zu einer Aufwertung des Rubel geführt haben. Jetzt gucken wir noch mal kurz nach Europa, meine Damen und Herren. Wir sehen, dass die Bewertungen für europäische Aktien in Relation zu amerikanischen Aktien extrem niedrig sind. Aber wir haben auch hier eben Themen. Wir haben jetzt die schwächste Earnings-Season seit 3 Jahren. Nur 8% der Unternehmen haben die Erwartungen Topline geschlagen. Wir sehen, nur 14% haben eine Consensus Earnings per Share Expectations geschlagen. Also das ist eine ziemlich schwache Berichtssaison gewesen in Europa. Dementsprechend sind die Bewertungsabschläge vielleicht auch noch gerechtfertigt. Wir sehen das in Deutschland. Aktuelle Meldung von IFO, das Geschäftsklima für Selbstständige auf Talfahrt geht. Selbstständige sind ja sehr nah dran an der Wirtschaft. Müssen schneller agieren, reagieren, bekommen wirtschaftliche Trends teilweise schneller mit als so Dickschiffe wie Konzerne. Hier sehen wir, das ist also durchaus eine Abschwächung, die wir hier sehen. Abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in diesen wunderbaren Montag entlasse, in diese neue Woche, 3 Hinweise, S&P, Nasdaq und DAX. Aktienmärkte im Griff der Kapitalmarktzinsen. Und das ist das Entscheidende. Wenn Sie wissen wollen, wo die Aktienmärkte hingehen, dann haben Sie immer einen Blick auf die Renditen der US-Staatsanleihen. Die Fed wirft ihren hawkischen Schatten voraus. Ende des Monats, ja, Jackson Hole, 2. Empfehlung, kein Ende der Turbulenzen an den Anleihenmärkten, Fragezeichen. Und drittens, was ich vorhin gesagt hatte, Tesla senkte die Preise in China erneut. Und das drückt alle Autowerte in China nach unten. Warum tut Tesla das? Antworten in diesem Artikel. Also 3 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich sage Servus, ciao.